Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planlos in Pineview. Mein Name ist Gardehol, ich freue mich, dass ihr da reinschaut. Fantastische weitere Programme gibt's in unserem Sendeplan unter tv.gardehol.de. Nee, ernsthaft, ich habe ein wenig die Orientierung verloren in diesem Haus mittlerweile. All dieweil, dass immer wieder neue Räume dazukommen und teilweise man immer dann noch alte noch nicht abgeschlossen hat. Ja, im Sinne von beendet. So. Also, wir merken uns Durchgang. Küche. Ich versuche es jetzt mal mir zu merken, weil ich suche immer noch einen Raum, den ich jetzt dem letzten aufgeschlossen hatte. Oder war das hier der Abstellraum? Ich weiß, ich komme total durcheinander hier. Abstellraum. Ich meine ja. Wäre auch mal wieder in der Zeit, dass irgendwie was passiert. In Räumen, wo wir schon waren, ne? Genau, hier war wieder ein neuer Teil. Und hier im Uhrenzimmer ging es nicht weiter. In diesem neuen Teil, meine ich, hatten wir einen neuen Raum gefunden. Den ich nicht wiederfinde. Warum auch immer. Unten war nur der Eingang, wie ihr seht. Ja, und hier oben ist ein Durchgang. Oder als tiefer war ein Durchgang. Genau, hier das neue Badezimmer. Haben wir es doch nochmal wieder gefunden. So, und hier war was? Waschbecken, Waschbecken. Batterien im Klo, genau. Ja, im Prinzip war es da schon. Ja, dann gehen wir mal wieder runter. Gucken mal, was die Clownpuppe macht. Weil ich habe irgendwie... den Eindruck, dass wir nicht umsonst immer an der Puppe vorbeigeführt werden. Wenn wir da wieder hinfinden, jemals. Ach, hier, nee, hier. Ja, ja, ich weiß schon, hier ging's lang. Was war das denn? Ist der Teppichkante hängen geblieben? So, Clownpuppe war hier hinten. Uns gehen übrigens die Batterien langsam aus hier. Es wäre schön, wenn das Spiel mal Neues spawnen würde. Die schon wieder weg. Die schon wieder weg. Wo ist denn jetzt hin? Ah! Die sitzt ja! Da, 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 da! Du doofe Puppe! Also ist hier irgendwas. Vielleicht. Die Puppe da. So. Wir sind hier im Jagdzimmer. Ich will nicht wieder irgendwas übersehen haben. Was? Was zum Teufel geht hier vor? Die ist weg. Hat irgendwie diesen Schlüssel fallen lassen. Auch nicht. Ja doch. Auf jeden Fall sind wir gut erholt. Das gibt's doch nicht. Ja, beim letzten Mal bei den Hunden hatte ich mich ja blamiert. Da habe ich ja den Schlüssel sowas von übersehen. Aber hier... hier war ja auch schon ein Schlüssel drin. Wir haben es ja eigentlich selten, dass da mehrere Schlüssel mal in einem Raum sind. Aber die Puppe ist gerade von... das gibt's doch gar nicht. Ich war doch gerade noch hier. Die ist schon wieder weg. Wo ist denn jetzt hin? Ist das ein Film gucken oder was? Oder soll die Puppe mich in eine Richtung bringen? Dann müsste ich ja wieder zurücklaufen.
Also wenn die Puppe dazu da ist, mich irgendwo hinzuleiten, so wie zum Beispiel das Telefon klingeln. Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Kinderzimmer? Ach Gott, wo war das Kinderzimmer? Lasst mich kurz überlegen. Es war eine Etage hoch und dann in den oberen Räumen von dem Dingsdabums da, von dem Anbautrakt, wo wir drüber hinkamen, wenn wir durch das eine Zimmer durchlatschen. Hatte ich schon angemerkt, dass wir keine Batterien mehr haben? Das belastet mich gerade. Irgendwo noch Batterien suchen hier. Aber wie hätten wir denn jetzt drauf kommen sollen, dass wir zum Kinderzimmer rennen müssen? Jetzt mal ganz ehrlich. Hier war das Schachzimmer, genau. Kinderzimmer. War das hier oder war das ganz... Die Kinderzimmer waren ganz oben, ja. Die waren ganz oben. Aber welches? Vor allem ein bisschen nach Batterien gucken. Und ich nehme schon den ganzen Tag auf, weil ich im Moment sehr anderweitig gestresst bin. Was bedeutet, dass ich ab und zu mal einen kleinen Schluck Kaffee trinken muss, wenn das für euch in Ordnung ist. Waren hier noch Batterien oder so? Auf jeden Fall haben wir einen weiteren Schlüssel bekommen. Ist auch schon mal was wert. Ja, wir gehen einfach mal hier durch. Wir müssen ja eh hier lang. Das war schon auf. Das war auch schon auf. Oh, meine Kerze ist mal angeblieben. Hat keiner ausgepustet. Das war auch schon auf. Das war auch schon auf. Ah, praktisch. Sollte ich mir mal merken, hier oben in diesem zweiten Stock sind wir fertig. Geh mal den anderen Flügel. Nur, wo kommen wir da nochmal rein? Das ist echt zum wahnsinnig werden. Ach, hier direkt, ja, natürlich. Hier geht's nicht. Wir brauchen neue Batterien. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Von da kommt man rein. Ist das das? Stimmt, hier oben waren noch Räume, wo noch zu waren. Und im Moment noch zu bleiben. Neben dem Badezimmer vielleicht. Nein. Ach du lieber Gott, wo ist denn jetzt? Lass mich kurz überlegen. Hinter dem Blumenzimmer war noch, ne? Wo war das Blumenzimmer? Das war runter. Dann wieder in die andere Etage rein. Das ging doch hier irgendwo. So, und dann war das hier. Nein. Das war das Atelier. Das war der Abstellraum. Da sind wir hergekommen. Hier ist das Uhrenzimmer. Da war das Pflanzenzimmer eins tiefer, ehrlich. Hm. Ich muss mal ab und zu einen Schluck trinken. Weil das war es, was ich eben sagen wollte. Also ich bin jetzt den ganzen Tag schon mal aufnehmen hier, weil ich gerade nicht so ganz hinterherkomme mit allen Sachen, die ich gerne machen würde. Hier unten sind auch eine Menge Räume, wo wir nicht durchkommen. Ja. Wo passt dieser Schlüssel hin? Wir haben noch auf der einen Etage auch noch einen Raum. Die Klaumpuppe ist ja nicht da. Na, die ist wahrscheinlich wieder auf Wanderschaft. Und ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu setzen. Und das heißt, wir müssen ein bisschen raten, wann ich die Folge beenden muss.
Hat ja bis jetzt auch nicht so schlecht geklappt. Das gibt's nicht. Langsam gehen mir die Ideen aus, wo der Schlüssel hinpassen könnte. Hier war ja soweit alles durch. Wo könnte der Schlüssel hinpassen? Ich muss mal eben gucken, dass wir überall nochmal Batterien mitnehmen. Falls vorhanden. Wir hatten die ja immer liegen lassen, weil wir immer sparsam sein wollten. Im Moment ist das Spiel auch sparsam mit uns. Also wir machen keine Wahnsinnsgeräusche, werden hier veranstaltet. Gut, da gerade auf rechts höre ich gerade Schritte. Läuft halt einer rum, fährt der Hausmeister oder so. Jagdzimmer. War hier noch Batterien? Nein, nur Schritte. Das sind vielleicht die Schritte von der Clownpuppe. Die macht schon wieder irgendwo Action. Hier war auch nichts. Waren hier mal Batterien in diesem Korb? Hat mich schon mitgenommen. Immer schon mitgenommen. Waren hier noch Batterien drin? Nein. Der Schlüssel aus dem Kinderzimmer scheint zu einer Türe im Erdgeschoss zu gehören. Erdgeschoss. Da bin ich gerade. Erdgeschoss ist aber praktisch zu wissen. Okay. Bin ich echt dran vorbeigelaufen? Na gut. Was ist hier denn passiert? Hier steht Reinigungsmittel. Das können wir auch mal benutzen, oder? Ich mach mal Licht. Neue Batterien. Ach, Gott sei Dank. Kerze. Ein neuer Hinweis. So, gucken wir mal erstmal, ob noch ein Schlüssel irgendwo rumliegt. Was ist das denn hier? Ach, guck mal, ein Kühlschrank wäre mit Sachen drin. Lecker Fisch. Aha. Kein Schlüssel. Aber ein weiterer Hinweis. Na, dann wollen wir mal gucken. Diese Nacht hörte Linda schreien. Sie war sich sicher, dass die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Ich hab nachgesehen, doch draußen war alles ruhig. Tag 18. Vogelscheuche. Gut, Vogelscheuche suchen. Vogelscheuche. Und es gewittert schon wieder. Also es ist hier offenbar eine Region, wo des Öfteren mal schlechtes Wetter herrscht. So, Clownpuppe ist wieder da, ne? Jawohl, hallo. So, Vogelscheuche. Die ist hier vorne irgendwo. Da steht sie doch. Ist doch Quatsch, die steht doch da vorne rum. Was Linda da wieder gesehen hat. Vor allen Dingen sich erschrecken wegen irgendwas. Sowas. Du gehst nicht spazieren, ne? Ne. Warum auch? Dir geht's gut hier, ne? Ist ein bisschen nass vielleicht, ne? Regnet. Naja. Irgendwie traue ich dem Ding trotzdem nicht. Naja, so, wir hatten keinen Schlüssel mehr. Keinen Schlüssel mehr nicht. Das heißt, wir müssten jetzt mal schauen. Welcher Raum war das noch gleich? Der letzte im Erdgeschoss. Das war der hier hinten, ne? Hier, diese ekelhafte Abstellkammer. So, da war Gemüse drin. Aber kein weiterer Schlüssel. So, mit Fenster an sehe ich leider keine... Kann ich draußen nicht sehen, wollte ich sagen. Ja. Keine Ahnung.
Die ganzen anderen Räume hat man ja sehr sorgfältig eigentlich durchsucht. Da war ein Schrei. Jetzt ist die Frage, von wo kam der Schrei? War das Linda? Die nehmen wir mal mit. Wenn das Linda war, dann ist das getriggert worden durch die Vogelscheuche. Vielleicht. Weil die hat sich ja vor der Vogelscheuche erschreckt. Und es scheint ja so, als würden wir die ganzen Sachen nochmal erleben. Aber, wie Sie sehen, steht die Vogelscheuche noch. Na, die guckt halt ein bisschen doof. Ist auch nicht irgendwie was versteckt oder so? Ne. Gut, gehen wir wieder rein. Haben wir zweimal geguckt. Finden nix. Ja. So, wir waren dabei, die Räume nochmal abzufilzen. Nicht, dass wir es übersehen haben oder so. War hier oben auch noch ein neuer Raum? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten, oben, in dem oberen Gang hatten wir zwei nebeneinander, ne? War das dann hier lang oder da lang? Ne, wir müssen hier weiter hoch. Ja, vielleicht haben wir auch einen Schlüssel irgendwo in der Ecke liegen sehen. Nicht gesehen. An einer Ecke nicht liegen sehen, den wir hätten sehen sollen. Vogelscheuche unterwegs? Nö, ne? Fliegt der Drache noch da oben rum? Keine Ahnung. Vielleicht ist ja auch gerade seine Drachenhütte. Oh, das Bad. Da haben wir, glaube ich, auch nichts übersehen. Ein bisschen ist es ja segmentiert. Also ein bisschen kann man schon nachgehen, wo man das letzte war, dass man da nochmal guckt. Hier sieht man gar nichts. Hier auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir unten nochmal ein bisschen weiter gucken. Oder wieder. Und das. Boah, das ist ja was, was mich dann immer so ein bisschen nervt. Jetzt muss ich mal gerade den halben Kaffee wegmachen, den ich hier verschüttet habe. Wieder alle Räume abklappern und dann gucken, ob in einem der Räume sich was verändert hat. So. Ich glaube, ich stelle die Kaffeetasse mal woanders hin. Nicht, dass ich mich gleich wirklich erschrecke und dann. So. Was wollte ich sagen, genau? Nicht, dass ich mich dann gleich nochmal mehr erschrecke und irgendwie alles umkippe. Stell mal eben. Deswegen mal alles aus dem Weg. So. Tja. Ist immer noch zu. Sind wir denn nicht demnächst durch so einen Uhrenraum auch reingekommen? Oder meine ich den hier mit? Ich komme mit Italiener. Jetzt habe ich Kaffee unter der Maus. Jetzt saugt die sich so an der Tastatur, an der Mausunterlage fest. Und das ist, obwohl ich mich gar nicht erschrocken habe, nicht? Tja. Ich dachte fast, da hätte ein Schlüssel gelegen. Ja, wenn man bedenkt, wir erleben ja die ganze Zeit diese Story, die diese Frau schon mal erlebt hat, ne? Das ist ja auch irgendwie krass. Oder der Typ mit seiner Frau. Und leben das jetzt nochmal in unseren Erinnerungen durch. Offenbar waren die sehr paranoid, denn die haben die ganzen Zimmerschlüssel in anderen Zimmern versteckt. Naja gut, das sei dem Spiel geschuldet, das funktioniert halt so. Da war wieder ein Geräusch draußen. Vielleicht ist jetzt was passiert.
Was war das denn? Hä? Ist sie noch da? Ja, ja, steht noch da. Linda sich geirrt. Ah, was ist das denn? Moment mal. Warst du das? Hä? Nein? Hier gehen Schritte. In welche Richtung gehen die Schritte? Die gehen... Die kommen von... da und gehen in die Richtung. Und verstecken sich... hinter dem Vorhang. Ein weiterer Schlüssel. Gut, dann können wir wieder die Räume abklappern. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Im Jagdzimmer? Haben wir da wieder den Hinweis falsch eingebaut? Ich klapper trotzdem erst diese Räume hier ab. So, da waren wir schon. Wobei jetzt möglicherweise... Es geht doch. Möglicherweise kamen die Schritte aus dem Jagdzimmer. Sollen wir das mal eben nachgucken? Wir wollen ja auch ein bisschen Bugtesting machen hier. Dann wird die Folge jetzt etwas länger. Aber wir werden gleich gucken, was in dem Zimmer drin war. Wenn ich mir auch noch merken konnte, welches Zimmer das war. Ah ne, wir haben den Schlüssel gefunden. Jetzt sehen wir die Schritte nicht mehr. Okay, ich nehme an, die kamen aus dem Jagdzimmer. Und sollten uns sagen, gehen wir da gucken. So. Und der neue Raum war hier, ne? Ein Maskenraum. Ja, da gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Es könnte ja sein, dass die Folge jetzt etwas länger wird. Da ist der Hinweis. Aber haben wir noch einen Schlüssel? Eine Truhe haben wir. Batterien! Ein Schlüssel! Eine Lampe! Ein Hinweis! Was mit dem Hinweis auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder rein. In Factorio, wollte ich gerade sagen. In Pineview Drive. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal Factorio gesagt, oder? Also, gute Unterhaltung beim nächsten Mal. Was es sonst noch gibt, seht ihr im Sendeplan unter tv.gradio.de. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.